Hallo, ich mache heute das 25 Facts About Me Video oder 25 Fakten über mich. Und ja, vorher wollte ich noch was sagen und zwar vielleicht fällt es euch auf oder wahrscheinlich eher nicht, weil man es nicht sieht, aber auf jeden Fall habe ich mir die Haare ein ganz schönes Stück abgeschnitten. Und zwar so. Davor waren sie ungefähr so lang. Und ja. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und ich habe heute auch mal meine Haare glatt, sonst sind die ja eher so ein bisschen gelockt. Ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool, jetzt so kurze Haare oder kurze Haare zu haben im Vergleich zu vorher. Und ja, ich habe halt einfach alles abgeschnitten, was kaputt war. Und jetzt sind sie wirklich ziemlich gesund. Und ja, dann bis zum Sommer sind sie hoffentlich wieder schön lang gewachsen. Und dann will ich auch gar nicht so lange reden und fange mit dem Video an. Ich hoffe, es gefällt euch und vielleicht lernt ihr mich ja dadurch ein bisschen besser kennen. Ja, der erste Fact, den ich mir aufgeschrieben habe, und Entschuldigung, dass ich das von meinem Handy ablese, aber ja, ich bin ziemlich vergesslich. Ja, der erste Fact, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, ich bin am 9.11.1998 geboren und ich bin 16 Jahre alt und werde in einem guten halben Jahr 17. Ja, ich dachte mir, vielleicht wissen das einige gar nicht, wie alt ich bin und deswegen sage ich es mal. Der zweite Fakt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich bis jetzt jedes Jahr mindestens einmal mit dem Flugzeug geflogen bin. Ja, und das hat auch den Grund, weil meine Verwandten in Spanien wohnen. Das ist der dritte Fakt. Und der vierte Fakt ist, ich bin Halbspanierin. Deswegen wohnen meine Verwandten logischerweise auch in Spanien. Ich finde, das sieht man mir nicht besonders an. Das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mir das angesehen hättet, dass ich so spanische Vorfahren habe. Aber ich finde eher nicht, ich finde, ich sehe schon ziemlich deutsch aus und ja. Dann der fünfte Fact, ich mag Lakritze, ich mag Marzipan und ich mag Zartbitterschokolade. Also ich mag quasi alle ekligen Süßigkeiten, die so die meisten Leute nicht mögen. Ja, aber ich mag die Sachen irgendwie. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, aber naja. Dann der achte Fact, ich fahre gerne Bus und Bahn. Ja, ich wohne in einer Großstadt mehr oder weniger und ja, da ich erst 16 bin, bin ich ziemlich an Bus und Bahn gebunden und die meisten Jugendlichen mögen das ja nicht so mit Bus und Bahn zu fahren, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Das liegt vielleicht auch daran, ja, was ich als nächsten Fakt genommen habe, und zwar der neunte. Ich habe Angst vorm Autofahren. Das liegt vielleicht daran, dass ich mal, als ich kleiner war, hatten wir mal einen Unfall mit unserer Oma und sind in einen Graben reingefallen. Und ich weiß nicht, Autofahren ist irgendwie so gefährlich, also ich meine, sonst ist noch nie was Schlimmeres passiert, aber ich habe immer total Angst, vor allem wenn ich so auf einer Autobahn bin und dann mit jemandem im Auto sitze und dann irgendwie sehe, dass die Person gerade 180 fährt oder so. Ich kriege da immer richtig Panik und dann fühle ich mich irgendwie immer sicherer, wenn ich mit Bussen und Bahnen fahre, weil ich meine, klar, ein Bus ist auch ein Auto, aber ein Bus fährt ja nicht so schnell und deswegen wird es bestimmt ganz spannend, wenn ich jetzt bald mit meinem Autoführerschein anfange. Dann der zehnte Fact, ich gehe gerne in die Schule. Das ist bestimmt ein Fact, den nicht viele Leute unterstützen wahrscheinlich, also zumindest nicht viele Schüler. Aber ich gehe eigentlich sehr gerne in die Schule. Ich gehe gerne in die Schule, weil ich das einfach mag, wenn ich neue Sachen lerne und so. Früher war das nicht so, aber mittlerweile bin ich so an einem Punkt angekommen, wo ich eigentlich ziemlich dankbar dafür bin, dass wir hier in Deutschland so gut in die Schule gehen können. Und ich meine, klar, es gibt echt Sachen in der Schule, wo man sich denkt, ja, das müsste jetzt nicht sein, das müsste ich mir jetzt nicht den ganzen Tag anhören, aber generell finde ich, dass man nicht sagen sollte, oh, ich gehe nicht gerne in die Schule, das ist voller Schwachsinn, weil nein, wir kriegen das ja quasi kostenlos und deswegen finde ich, sollte man eigentlich ja, seinen besten Nutzen draus ziehen. Auch wenn einen manche Sachen vielleicht nicht so interessieren. Dann der elfte Fakt. Meine Lieblingsfarben sind schwarz und weiß. Und ja, ich trage auch nur fast nur schwarz und weiß. Das ist der zwölfte Fakt. Also wenn man in meinen Kleiderschrank guckt, dann sieht man echt kaum bunte Sachen, auch wenn man so auf meine Kleiderstange guckt. Ich schaue gerade drauf. Also im Moment ist es vor allem ziemlich viel weiß und beige und sowas. Ich weiß nicht, früher habe ich echt fast nur schwarz getragen und jetzt wechsle ich so ein bisschen in dieses Helle rein. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin einfach nicht so ein Farbenmensch.
Ich habe mich heute auch mal ein bisschen an so einen auffälligeren Lippenstift getraut, jetzt zwar auch nur für das Video. Ja, aber ich weiß nicht, ich fühle mich da einfach wohler drin in solchen Basic-Farben, mit denen kann man nie was falsch machen. Ja, dann der nächste Fakt. Als ich ein kleines Kind war, hatte ich eine Biene-Maja-Topfschnittfrisur. Ich kann gerne mal schauen, ob ich ein Foto finde und das euch hier irgendwo einblende. Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass ich als kleines Mädchen mal in Spanien war und dann mich irgendjemand angesprochen hat und irgendwie zu mir gemeint hat, irgendwie, El Niño, und dann noch irgendwas auf Spanisch dazu, auf jeden Fall Niño heißt Junge. Und anscheinend sah ich als kleines Kind aus wie ein Junge, weil auf den ganzen Fotos so, wo ich jünger war, da finde ich, sehe ich echt so ein bisschen wie ein Junge aus. Also ungefähr so von Baby-Kleinkind-Alter so bis, keine Ahnung, Ende Kindergarten, Anfang Grundschule, dann sah ich schon eher wie ein Mädchen aus. Aber irgendwie hatte ich auch so voll die dunklen, grünen, erdtonfarbene Klamotten an. Und ja, das sah auf jeden Fall ziemlich lustig aus und anscheinend wurde ich öfters für einen Jungen gehalten. Ironie in sich, dass ich jetzt einen Beauty-Kanal habe, aber naja. Der 14. Fakt ist, ich spiele seit 6 Jahren Gitarre. Und ja, dazu kommt, dass mein größtes Vorbild als Kind oder halt auch noch so als Jugendlicher Hannah Montana und Miley Cyrus war. Also so, ich weiß nicht mehr genau, wann das angefangen hat, wann halt die Hannah Montana Folgen so gekommen sind. Auf jeden Fall war das halt genau mein Alter, meine Zielgruppe und ich war echt richtig verrückt darauf. Also das war einfach wirklich schlimm. So ungefähr bis ich so, ich sag mal so, vor 2, 3 Jahren hat es aufgehört. Ja, aber damals in meinem alten Zimmer, da war es wirklich schlimm. Ich hatte ungefähr 200 Hannah Montana Posters gefühlt an der Wand. Also meine ganze Wand war tapeziert von Hannah Montana und Miley Cyrus. Und als ich morgens aufgewacht bin, wurde ich immer erstmal von 10 Miley Cyrus Köpfen angestarrt. Ja, also ich hatte wirklich das Bedürfnis, eine Hannah Montana zu werden. Und deswegen wollte ich auch unbedingt Sängerin werden. Bin auch peinlicherweise zu allen möglichen Castings gegangen. Also glücklicherweise bin ich nie irgendwo im Fernsehen zu sehen gewesen, weil das wäre ziemlich peinlich. Ja. Und der 17. Fakt ist, dass ich auch Schauspielerin werden wollte. Was ich eigentlich immer noch ziemlich interessant finde. Also ich habe wirklich schon seit vielen Jahren immer in der Schule und so bei Theater mitgespielt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so eine tolle Schauspielerin bin, aber ich finde auf jeden Fall, dass Schauspieler schon so ein Traumberuf ist, aber es ist halt relativ schwer zu realisieren, sage ich jetzt mal, und vor allem davon zu leben. Aber es wäre schon echt richtig cool, mal in so einer Serie oder sowas mitzuspielen. Ich würde gerne mal in Gossip Girl mitspielen, weil, ja, Gossip Girl ist im Moment so eine Liebe von mir. Ich weiß, ich bin ziemlich spät dran damit, alle haben es schon 10-mal durchgeguckt und ich bin gerade bei der 3. Staffel, aber ja. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, in welcher Serie oder in welchem Film ihr mitspielen wollen würdet. Dann der 18. Fakt. Früher wollte ich immer blonde Haare haben, also mit früher meine ich, als ich so zwischen 8 und 12 war, sage ich mal, dann hat sich das alles kehrt gemacht und ich bin froh, dass ich braune Haare habe. Ich weiß nicht, das würde mir auch überhaupt nicht stehen. Wie man sehen kann, meine Augenbrauen sind fast schwarz und meine Augenbrauen sind auch wirklich von Natur aus echt richtig dunkel, viel dunkler als meine Haare. Die kommen jetzt in dem Video auch relativ dunkel vor und in echt bei Licht sind die eigentlich schon etwas heller, also so ein Mittelbraun würde ich sagen. Ja, als ich kleiner war, wollte ich immer blonde Haare haben und habe immer versucht, meine Mutter zu überreden. Und einmal waren wir in Spanien im Urlaub und ja, dann wollte ich mir beim Friseur die Haare blond färben lassen und Mama, ich bin dir so dankbar, dass du es verhindert hast, weil anscheinend hat sie sich gedacht, dass das echt scheiße aussehen würde, was es auch getan hätte, und dann hat sie irgendwie gemeint, ja, versuch doch erstmal dir die Haare mit so einem Kamillentee aufzuhellen und dann kannst du ja immer noch schauen und so. Und dann habe ich mir so einen Kamillentee irgendwie in die Haare geschüttet und das sollte dann irgendwann irgendwie mit der Sonne die Haare aufhellen. Hat es zum Glück nicht und ja,
Ich bin ziemlich froh, dass ich mir nie die Haare blond gefärbt habe und generell noch nie die Haare gefärbt habe, weil ja, jetzt im Endeffekt bin ich ziemlich zufrieden mit meiner Haarfarbe. Ich finde, das steht auch am besten, also das passt auch am besten zu mir. Dann der 19. Fakt: Ich kann noch nicht gut Spanisch, obwohl ich Halbspanierin bin. Leider hat meine Mama mir das nicht als kleines Kind beigebracht. Das heißt immer, ich hätte mich dagegen gewehrt und meine kleine Schwester auch, aber kann man sich als Baby dagegen wehren, eine Sprache zu lernen? Ich weiß nicht. Naja, auf jeden Fall finde ich es relativ schade und deswegen habe ich auch die Schule gewechselt. Das habe ich, glaube ich, schon in meinem Vorsätze-Video erwähnt. Ja, und ich bin gut dabei, Spanisch zu lernen. Ich meine, ich finde, in der Schule lernt man Sprachen echt richtig gut. Also ich finde, gerade bei uns hier in Deutschland ist Englisch eigentlich so eine Sprache, die man in der Schule richtig gut mitbekommt. Zumindest so, wie ich es auf dem Gymnasium mitbekommen habe. Eigentlich so gut wie jeder bei uns spricht relativ fließend Englisch. Und ja, deswegen finde ich das ganz gut und ich hoffe, das wird mit Spanisch auch so ausgehen und nicht so wie mit Französisch bei mir. Weil ja, ich hatte davor Französisch, ich habe es abgelegt und bin sehr froh, weil ich nicht mal wirklich einen gescheiten Satz auf Französisch hinbekomme. Und ja, der 21. Fakt ist: Ich bin schon 8-mal umgezogen. Also sprich, wenn man das jetzt hochrechnet, dann sind das alle 2 Jahre. Also ich habe dazu jetzt auch mal dazu gezählt, was war, als ich so ein Kleinkind war und so. Ja, generell bin ich schon relativ viel umgezogen, aber halt immer nur so in der Region. Also jetzt nicht irgendwie durchs ganze Land oder von einem Land ins andere. Ja, und dadurch, dass ich so oft umgezogen bin, war ich in 5 Kindergärten, in 2 Grundschulen. Und ja, auf dem Gymnasium, wo ich jetzt bin, das ist das 3. Gymnasium. Das liegt aber auch daran, wie gesagt, dass ich die Schule gewechselt habe, um jetzt noch in der 10. Klasse Spanisch als spätbeginnende Fremdsprache zu nehmen. Und der letzte Fakt ist, dass ich sehr glücklich bin, dass ich mit YouTube angefangen habe. Und ja, gerade deswegen wollte ich mich auch nochmal mit dem Video ein bisschen dafür bedanken, dass ich 500 Abonnenten habe. Und ja, ich bin wirklich sehr dankbar. Ich freue mich immer über jeden einzelnen Kommentar. Wenn es mir möglich ist, dann kommentiere ich auch eure Kommentare bzw. antworte halt darauf. Ja, und für die, die sich wundern, wieso ich manchmal nicht auf Kommentare antworte, das ist einfach, wenn ihr euren Account nicht mit Google Plus oder so verknüpft habt, dann kann man da halt einfach nicht drauf antworten. Deswegen tut es mir sehr leid, wenn ich bei manchen Kommentaren nicht antworten kann. Dann müsst ihr das einfach in den Einstellungen irgendwie ändern. Und ja, ich freue mich wirklich sehr über die 500 Abonnenten. Ich weiß, für manche ist das wahrscheinlich gar nichts. Für mich ist es auf jeden Fall ein schönes Ziel. Ich finde, 500 Leute sind schon mal viel, weil man muss sich halt mal überlegen, es sind 500 Leute. Und ja, deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass ihr mich abonniert habt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne noch in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und nein, ich sage jetzt nicht. Und ja, ich weiß, das haben relativ viele mir schon geschrieben, dass ich immer dieses und ja sage. Aber das ist halt quasi so meine schlechte Angewohnheit beim Reden. Ich sage das halt einfach immer, das ist so ein Lückenfüller, so wie manche Fei oder so sagen, das sagen ja manche. Deswegen tut es mir wirklich leid. Ich versuche dran zu arbeiten, aber es ist halt immer relativ schwer, seine Angewohnheiten abzulegen. Deswegen würde ich sagen, ja, tut es mir leid und ich arbeite dran. Und das war wieder total lange unnötig geredet, aber so bin ich. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!